zum zweiten Best of Three Ace Gaming gegen HG Esports, Niki. Habt ihr ja schön analysiert jetzt den Draft, sehr interessante Teamcoms, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Game. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, gerade weil wir so viele Meta-Picks haben, vor allem auf Toplane. Dieser Aatrox, der war eben hart umkämpft. Klar, man hat sich mit dem First Pick direkt genommen, aber man hat auch eine gute Antwort gefunden auf seinen von HG Esports. Fiora, hier tatsächlich was ich öfter hätte sehen wollen gegen den Aatrox-Pick. Ist jetzt hier die ersten Male, sage ich jetzt mal. Ich bin gespannt, wie da die Lane verläuft, beziehungsweise wie sehr die Jungler die Toplane priorisieren. Ja, absolut. Es wird sehr, sehr interessant. Du hast es in der Analyse angesprochen. Beides Early Game. Starke Jungler, sehr, sehr aktiv im Early Game. Das wird interessant. Vor allem das Early Game für Ace Gaming. Was die Botlane auch angeht, wird das sehr interessant. Fällt dann natürlich die Seraphine Early Behind, wird es ein bisschen schwierig. Ist natürlich immer ein Risk, AP Carry zu gehen. Das ist gar keine Frage, weil dir dann tatsächlich ein bisschen der AD fehlt in dem Team. Fiora da der Einzige, die AD machen, wird mit dem Trundle natürlich zusammen, aber dadurch, dass du keine klassische AD-Carry-Quelle hast, natürlich ein bisschen anderes Spiel, aber über die Ult natürlich massig an Utility. So, was erwarten wir? Wir erwarten Ace Gaming, aggressives Early Game, viele Ganks vom Jarvan, der hat eigentlich die Option, jede einzelne Lane zu ganken, da mindestens einen Flash zu forcen. Das würde ich jetzt erwarten vom Jarvan. Auf Seite von HG Esports vielleicht der Trundle, der versucht, die Ganks ein bisschen zu covern, ein bisschen für den Counter Gank geht und versucht da ein bisschen seine Lanes abzusichern. Vielleicht Toplane müssen wir nicht so ganz krass absichern, aber vielleicht Midlane und Botlane, würde ich sagen, sollte der Trundle ein bisschen mehr drumherum spielen. Da wird aber ein bisschen schwierig, muss ich sagen, für den Jarvan die Botlane zu ganken. Gerade mit Jenna hast du da einfach über deinen Tornado so viele oder so eine so gute Möglichkeit, seine EQ-Kombo dort abzubrechen. Aber jetzt erstmal der Level-2-Vorteil in der Root, der ist drauf auf der Seraphine. Direkt die Falle von Caitlyn hinterher. Es reicht noch nicht ganz. Q geht hier auch daneben. Aber schön das Level 2 ausgespielt, schön nach vorne gemoved. Ja, so wie man es erwartet hatte, so wie man es spielen muss, wirklich aggressiv hier reinspielen. Der Aatrox hat noch ein bisschen Probleme hier gegen die Fiora im Early Game. Und jetzt der Jarvan schon in Mitte. Vielleicht da eine Gank-Opportunity. Ah, man weiß da doch Bescheid. Läuft jetzt über die Lane. Es könnte jetzt aber interessant werden an den Vögeln, weil Trundle gerade fertig geworden ist. Und das ist jetzt eigentlich ein guter Angle. Jarvan kommt da nochmal raus mit seiner Combo. Aber man merkt schon genau das, was du angesprochen hast, Niki. Da ist Spice drin in dem Game. Das wird richtig interessant. Ja, da soll auch Spice drin sein. Der geht gleich weiter Richtung Topside. Ah, ja, Flash-Kombo wäre zur Verfügung. Geht man dafür? Nein, man nimmt den Flash nicht. Fiora kann da einfach rausdashen. Ja, Aatrox war einen Ticken zu weit weg, glaube ich, für die Flash-Kombo. Die Lux wird wahrscheinlich versuchen, weiter über Binix zu spielen. Man hat den Flash von Seraphine bekommen und den Heal. Und jetzt wird es hier nochmal sehr, sehr spannend. Ah, da muss der Jarvan rausspringen, weil Trundle war im River am Start. Der hätte followen können. Auch Viktor war schon gemoved. Also man kommuniziert hier sehr, sehr aktiv im Team HG Esports. Und jetzt der Trundle mit einem Invade auf den Jarvan. Das könnte sehr interessant werden. Der ist noch full life und der Jarvan ist schon ziemlich low gedroppt. Ja, man kriegt ihn nicht ganz. Flash ist auch noch zur Verfügung. Smite kommt durch und jetzt hat vielleicht der Trundle hier ein Problem. Ja, die Kombo trifft diesmal, da muss er jetzt den Flash rufen. Und die Midlane, die LeBlanc, die ist zur Stelle, aber auch Fiora zur Stelle. Das ist aber ein 3 auf 2 auf Seiten von Ace Gaming, das sieht besser aus. Noch kommt man nicht wirklich hinterher, da war die Flash-Kombo und wichtig, dass man die auf den Trundle landet. Weil damit sollte der Double-Kill gesichert sein. Auch Aatrox-Flash geht nochmal raus, well played an Ace Gaming. Gefällt mir super gut, so wie man es machen sollte. Man ist in der Überzeit, die LeBlanc super früh gemoved. Hat man sehr schön kommuniziert hier, eigentlich den guten Invade von Trundle abgeblockt, sofort Toplane gemoved, alle auch schöner Flash Engage vom Jarvan, letztendlich dann 2 Kills auf die Kappe von Ace Gaming und damit genau so aggressiv, wie man es eben spielen muss im Early Game. Ja, ist natürlich huge, du hast deiner Topside einen Kill gegeben, du hast deinem Jungler einen Kill gegeben, genau das, was du möchtest. Mitte hat sich auch ein Assist mitgenommen, das ist sehr, sehr stark. Hat man gut gemacht, hat man gut ausrotiert. Drake ist ab in 10 Sekunden, Niki, es ist ein Mountain Drake. Bot Pressure momentan auf Seiten von HG Esports, Jungler auch Bot Around. Ich denke mal, das sollte ein relativ easy Drake werden für HG Esports, es sei denn, Jarvan hat da was dagegen, der sich auch im Bot Jungle auffällt.
Naja, die Jhinna nimmt ein Reset. Die Botlane von Ace Gaming kommt gerade aus der Base. Also das könnte man auf jeden Fall fighten, denke ich. Ja, TP von Victor kommt noch durch die LeBlanc. Muss jetzt auch Base, hat aber auch TP zur Verfügung. Noch bessere Vision durch die Scuttle, durch einen Pink Ward, der da auch steht für HG Esports. Also man weiß auf jeden Fall, wenn Ace Gaming das anfängt. Und jetzt Botlane, die Seraphine, die hat keinen Flash mehr. Ah, die muss den Snare dodgen, das macht sie auch sehr, sehr gut. Das Binding dodgen, aber sie stirbt trotzdem. Natürlich kein Snare, sondern ein Binding. Stirbt dann trotzdem, das ist natürlich schade. Ich meine, du musst nach vorne dodgen. Dadurch kassierst du halt nochmal den einen Autotech mehr, der dich dann letzten Endes durchs Q sterben lässt. Zu weit vorne gewesen. Jhinna war Base. Dann, ja, ärgerlich natürlich an der Stelle, sich dann so weit vorzuwagen. Jetzt verlierst du halt Playtex. Ja, musst halt aufpassen, wenn du keinen Flash mehr hast, vor allem, dass du da diese Botlane nicht so aggressiv reintradest. Wir haben es angesprochen, eine der stärksten Botlanes zurzeit. Sehr aggressiv im Early Game, aber kann eben über diese Range auch sehr gut in der Lane mithalten. Und genau das sehen wir jetzt. Einfach diese aggressiven Bindings, wie du es angesprochen hattest. Und ja, das gefällt mir sehr, sehr gut, wie Ace Gaming diese ersten 6 Minuten spielt. Absolut, da muss HG Esports jetzt mal eine Antwort einfallen, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Ich weiß nicht, ob der Trundle Gang Toplane da die Antwort ist. Da muss der Aatrox schon hart gebaitet werden für ein Engage, damit da irgendwas passiert. Und das sieht momentan nicht danach aus. Man hat keine Vision, aber Jarvan mittlerweile unterwegs. LeBlanc gemoved. Das ist aggressiv vom Trundle. Er versucht hier den Jarvan zu fighten. Kloppt da auch ordentlich drauf, aber jetzt schnappt dann doch das Sandwich langsam zu. Die LeBlanc ist da. Man entscheidet sich nochmal Topside rauszugehen. Wichtig an der Stelle. Ja, aber der Trundle weiß, er kann das machen. Er kann diese aggressiven Trades nehmen. Er darf nur nicht zu weit chasen, so wie in der ersten Aktion. Aber wir sehen es hier, der Jarvan muss eigentlich immer disengagen da. Und wir sehen es jetzt Toplane. Die Fiora ist eine extrem gute Antwort auf diesen Aatrox. Man wusste, okay, man lässt diesen Aatrox bewusst offen. Man pickt Fiora dagegen und bis jetzt geht es eigentlich zumindest lane-technisch ganz gut auf. Ja, obwohl der Aatrox hier einen Kill mehr hat, jetzt aber die Kette, die hat connected und der Jarvan, der springt direkt hinterher, da bringt dem Victor die Ultimate letzten Endes auch nichts mehr, macht zwar nochmal gut Damage, aber das wird, glaube ich, nicht reichen, um den Kill zu holen, Niki. Ja, und damit der nächste Kill und Vision hier mit der Kette kann mit der Ult die Kette nochmal reaktivieren und damit Victor so lange sie sehen, bis der Jarvan da ist, der nimmt sich hier den Kill auch noch mit 4-0. Letzten Endes 4 Kills aufs Konto von Ace Gaming. Die könnten jetzt auch mit diesem Momentum, mit der Pressure, vielleicht den Drake angehen. Ah, jetzt vielleicht mal ein guter Gang Toplanes dann. Geht raus von der Fiora, jetzt muss da ein Pillar kommen, damit der Aatrox da stirbt. Wichtiger Kill für die Fiora auf der Lane. Das hat man jetzt gut gemacht auf Seiten von HG Esport. Ja, und ich glaube, jetzt muss der Aatrox wirklich langsam aufpassen. Er wird hier von der Fiora gut auseinandergenommen, denke ich jetzt ab jetzt in der Lane. Man kriegt hier 2 Platings, glaube ich. Herald ist auch ab. Mit Midlane Pressure könnte man da vielleicht was machen. Jetzt versucht man hier auf der Seite von Botlane ein bisschen zurückzutreten. Binding Miss ganz knapp. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus für die Toplane. Ich bin sehr gespannt auf das erste Mal, wo man Botlane fighten wird. Ich bin gespannt auf den Seraphine-Damage. Ich muss sagen, ich kann ihn noch nicht ganz einschätzen. Aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir Botlane-Fight sehen. Wir gucken auf die Map, sehen, HG Esport ist am Herald. Du hast es angesprochen, der war ab. Man ist zu dritt. Dementsprechend kann man sich den relativ free nehmen. Mitte war rausgepusht, verliert man keine Platings. Smarter Move. Ja, ein schönes Crossplay. Man tradet hier Herald für Drake. So wie man es oft sieht, auch im professionellen Play in den Worlds oder ähnlichem. Und jetzt Vision hier wieder sehr aggressiv, weiß, dass er das machen kann. Versucht hier den Victor möglichst klein zu halten. Jetzt auch der Drake gemacht. Somit, ja, den Trade kann man eingehen, denke ich, wenn der Gegner schon am Herald ist. Man ist eh Botzeit, nimmt den Drake vielleicht noch mit, dass man irgendwas daraus zieht noch. Ah, und du verlierst jetzt deinen Blue Buff im Jungle auch noch. Wie wir sehen, der Jarvan gönnt sich den zusammen mit der Lux. Da kann die Jhinna relativ wenig dagegen machen. Ist natürlich ein starker Move. Dementsprechend nur noch 2k Gold behind, obwohl man 3 Kills hinten liegt. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Man hat aggressiv im Early Game gespielt auf Seiten von Jarvan, aber der letzte Gank ist doch schon wieder eine Weile her. Vielleicht kann man jetzt irgendwie dem Aatrox ein bisschen helfen. Das wäre eine Option. Oder man kann vielleicht Botlane für einen Dive spielen. Aber das ist natürlich schwierig, so eine Jhinna Seraphine Botlane zu diven. Jetzt hier die LeBlanc. Wieder sehr aggressiv nach vorne. Ja, der Trundle wieder im Gegner-Jungle. Das haben wir jetzt schon 3-mal gesehen, schon wirklich intensiv gesehen, dass der da am Jungle ist. Muss jetzt aufpassen. Jarvan ist auch Botside. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden für ihn zu escapen. Er hat den Flash noch zur Verfügung. Schöner Pillar. LeBlanc ist am Moven. Fiora aber auch.
Und man kommt da tatsächlich raus. Ich habe nicht gedacht, dass er da ohne Flash raus... LeBlanc will hinterher. Ja, die geht nochmal hinterher, hat die Kette zur Verfügung, die wird jetzt auch routen und da kommt er nicht raus. Ich habe es mir gedacht, da kann er nicht rauskommen, obwohl er geflasht hat. Ärgerlich jetzt, diesmal wurde man bestraft dafür. Das zweite Mal schon, also da moved die LeBlanc schon wieder super, super schnell und so schnell, dass man da trotz Flash auf Seiten von Trundle nicht mehr rauskommt, obwohl man eigentlich schon mehr oder weniger raus war. Der Jarvan geht hier noch über die Wand, Ult kommt dann durch für den Flash und letzten Endes dann die LeBlanc mit einem schönen Move wieder und somit 2 Kills auf dem Aatrox jetzt. Versucht man hier den Dive, das ist mutig, eine Fiora zu diven. Das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Der Damage, der rauskam, war aber schon mal sehr solide. Man holt sich jetzt die Wave zur Verfügung. Fiora hat Ultimate ab, die kann das playen. TP von Mitte kommt auch zur Verfügung. Ja, und da bricht man den Dive ab. Wichtige Entscheidung an der Stelle, aber guter TP. Ja, ich glaube, man muss das muss gar nicht spielen da, Ace Gaming. Man bekommt den TP von Victor for free eigentlich. Man hat nur ein bisschen Pressure aufrecht erlegt. Ja, dafür, dass der Jarvan eh Topside war, war das eigentlich ein gutes Play, dann letzten Endes dafür noch ein TP zu bekommen. Gerade in den Teamfights dann ziemlich, ziemlich wichtig. Ah, Trundle ist am Start. Wishen ist auch da. Jetzt wäre der Moment für eine gute Seraphine-Ult. Da kommt sie und trifft die Lux, obwohl sie Flash hat. Das ist natürlich eine ganz bittere Kiste. Kill geht an die Seraphine. Wieder ein schön executeder Gank und wichtig fürs Gold von HGI. Ja, wichtig. Wir schauen es uns nochmal an. Ich glaube, die hat durch die Jenna durchgeultet, sonst wäre sie nicht so weit gegangen. Wir schauen es uns gleich nochmal an. Trundle kommt hier von hinten. Und jetzt läuft sie hinter ihren Support. Ganz knapp noch getroffen. Die Lux letztendlich ein Kill auf der Seraphine. Das willst du eigentlich in dieser Lane nicht haben. Und jetzt Mitte geht's direkt weiter. Ah, die Kette ist wieder drauf. Root sitzt wieder. Aber Trundle, der ist zur Stelle. Man kann aber trotzdem nichts machen. Ist es jetzt Seraphine gegen Caitlyn 1v1? Nein, mit dem Gale Force ist der Damage einfach zu stark. Jarvan auf der Mitte, der springt jetzt offensiv rein. Victor Ultimate kam, glaube ich, nicht mehr raus. Wurde vorher schon geused momentan. 2-3 für HG eSport. Man muss da den Midlaner abgeben, da muss man sich leider damit zufrieden geben. Ja, aber Jarvan spielt hier super, super aggressiv, gefällt mir sehr, sehr gut. Die LeBlanc auch super schnell reagiert mit dem Flash rein. Flash W kriegt hier einen schnellen Kill auf den Victor. Und ja, somit ist man ahead auf eigentlich allen Lanes bisher. Absolut, also die LeBlanc macht erstaunlich viel Damage, muss ich sagen. Da kommt der Victor überraschend schlecht klar damit. Wir sehen auch hier, 4 Member von Ace Gaming hier waren es gerade noch in der Top-Player-Gold-Liste. Jetzt hat sich der Trundle da ein bisschen dazwischen geschlichen. Also es repräsentiert sich natürlich im Player-Gold das, was wir im Gesamtgold sehen. Also wir sind hier knapp, jetzt muss ich kurz rechnen, 3k Gold behind. HGI Sport knapp 3k Gold behind. Der Drake ist gemacht. Es sind halt einfach auch 7 Kills. Da kommt die Difference her. Aber man hat die Fiora, die ist momentan nicht schlecht im Game. Das ist vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer momentan fürs Early-Mid-Game für HG eSport. Ja, momentan ist auch noch nicht objective-wise so viel passiert. Ein Herald, ein Drake, noch kein einziger Tower. Von daher kann man jetzt mal langsam schauen. Vielleicht der Trundle, okay. Ja, der Aatrox spielt es hier recht passiv, also er weiß, wie er das Ganze spielen muss. Und jetzt der nächste Drake in 30 Sekunden, HG eSports hier vielleicht schon mal am Vision holen und das könnte jetzt ein sehr interessanter Fight werden. Trundle kommt gerade aus der Base, man müsste da im 4 gegen 4 sein und ja, der Aatrox hat gleich wieder TP, die Fiora hat keinen. Bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, vor allem, weil der Trundle jetzt, da kommt der Root nochmal, okay, sie springt nicht hinterher. Jenna ist zur Stelle, ich bin vor allem gespannt, oder wollte es sagen, weil der Trundle sehr oft Timing dazu kam, also hat da nicht im optimalen Zeitpunkt resettet. Kommt eigentlich zu spät und das sehen wir jetzt auch Vision-technisch, wie sich das repräsentiert. Da hat man nur ein Pinkboard im Pit und jetzt versucht man das auch hier im Jungle zu fighten. Man ist sich nicht ganz sicher auf Seite von HGI eSport. Ace Gaming jetzt mit dem Engage vom Jarvan auch eine Lux-Ult hinterhergeschossen, aber Jenna-Ult, die hielt eigentlich nochmal ganz gut und jetzt kommt der Flank vom Victor. Schöner Nade und nochmal, kann er da genug Damage machen? Nein, er platzt einfach instant. Nicht der optimalste Flank. Er dachte, er hat hier einen guten Flank, aber war eigentlich letzten Endes ziemlich off-position und die Fiora tradet hier sehr aggressiv rein. Viele Tower-Shots. Ja, viele Tower-Shots, aber trotzdem spielt hier super, super aggressiv und das sollte der nächste Drake, der zweite Drake sein letzten Endes für Ace Gaming. Ah, Seraphine Ult natürlich sehr ärgerlich, also da hatte man eine big, big opportunity, da eine gute Ult zu hitten.
Das ist schade. Und dann, Niki, du hast es gesagt, er hat gedacht, er findet einen guten Flank und stirbt dann eigentlich instant. Ja, eigentlich. Oh, wir schauen nochmal. Wir schauen nochmal ins Replay. Der Trundle ist schon wieder. Jetzt ist er ganz allein im Baron Pit. Er hat kein Flash. Doch, er hat Flash zur Verfügung. Aber er nutzt ihn nicht. Er flasht nicht über die Wand. Denkt wahrscheinlich, er ist anyways tot, oder? Ja, ich weiß nicht. Also, der Trundle spielt hier sehr aggressiv dafür, dass er sich's eigentlich gar nicht so wirklich erlauben kann, letzten Endes. Jetzt vielleicht Botlane nochmal die Opportunity, Seraphine abzuholen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, vor allem im 3 gegen 2. Oh, das ist der Aatrox-Damage, den wir kennen. Fiora versucht da nochmal rauszudashen, hat, glaube ich, auch den Flash geused. Mittlerweile schauen wir immer noch Botlane. Der Jarvan ist immer noch am Start und man kann sich jetzt auch ohne Minions diesen First Turret auf der Botlane sichern. Mitte sehen wir einfach das, was wir das ganze Game sehen. Die Blanc einfach mit aktuell mehr Schaden. Ja, so muss sie es auch spielen. Sie muss immer nach vorne W'n, um dann die Kette letztendlich zu setzen. Den Viktor keinen unbedingten Free Farm zu geben. Der ist 0-3-0. Der hat versucht, hier ein bisschen mitzuspielen, aber die LeBlanc macht es einfach besser, ist einfach besser im Early Game. 2 Levels ahead und die kann den vielleicht sogar diven. Muss hier doch ein bisschen aufpassen. Trundle ist around. Trundle natürlich auch kein schlechter Fighter dann letzten Endes. Aber trotzdem, wir schauen auf Midlane. Die LeBlanc geht auf bis jetzt und auch der Jarvan-Pick zahlt sich gut aus. Absolut, also es gefällt mir gut, was Ace Gaming da gedraftet hat und was sie jetzt auch spielen. Passt gut zusammen, meiner Meinung nach. Auf allen Lanes ahead, du hast es vorhin schon gesagt. Trotzdem HG eSport noch immer noch eine Chance, in das Game zurückzukommen. Natürlich jetzt Bounties ab. Aber dafür, ja, das ist halt die Sache. Wenn du Seraphine AP Carry spielst, musst du halt gut ins Game kommen. Ich meine, sie hat jetzt ihr Liandris fertig. Träne ist fast, fehlen noch ein bisschen Stacks, aber das wird dann wahrscheinlich Richtung Zephyrs gehen. Man macht schon Damage, aber man macht nicht ultra viel Damage. Ja, du brauchst halt einfach noch Zeit, aber sie erkaufen sich hier einiges an Zeit. Wir sind in der 17. Minute und es ist erst ein Tower gefallen. Also Objective-wise, okay, man hat 2 Drakes abgegeben, aber letzten Endes erkauft man sich hier trotzdem etwas Zeit. Der nächste Herald wäre jetzt auch ab. Vielleicht da ein Objective für Ace Gaming, um dieses Spiel ein bisschen schneller zu machen. Viktor gerade geresettet für seinen Ludens. Da ist man momentan auf dem 3 gegen 4 faktisch, wenn wir uns die Rotations anschauen von Ace. Und ja, Trundle, der zieht nicht den Backport durch. Okay, ich dachte, er zieht den Backport durch. Das wäre natürlich eine interessante Sache gewesen. Dann wäre er pretty free gewesen für Ace Gaming. Anstelle dessen klumpt man jetzt zu dritt. Top Lane, immer noch 3 auf 4. Aber Seraphine Ult natürlich zur Verfügung. Viktor immer noch Mitte. Vielleicht ist der Plan da, den Mitte-Turret zu kriegen, Niki? Das wäre auf jeden Fall eine Option. Die LeBlanc will das Ganze aber nicht zulassen. Und wenn er jetzt hier zu weit nach vorne steppt, dürfte er tot sein. Das dürfte jetzt schon der Fall sein. Wenn die Kette trifft, geht nochmal daneben. Boah, aber schön mit der Ult auch gearbeitet. Also wenn da nochmal ein guter Laser... Oh, Flash und Q kam raus. Dementsprechend der Viktor wieder tot. 0-4-0. Das ist natürlich bitter. Und jetzt kann der Jarvan einfach wieder Toplane roamen. Und jetzt haben sie eine gute Situation. Eigentlich eine Pushing-Mitte. Zu dritt Toplane. Herald wurde schon genommen. Ja, wieder ein Play, was besser war für Ace Gaming. Ja, der Mid-Turret muss jetzt fallen mit dem Herald. Der Viktor ist noch 12 Sekunden jetzt tot. Also da kann man eigentlich 2 Free Charges durchbringen, wenn nicht sogar 2 Turrets letzten Endes. Der Trundle ist noch da, aber LeBlanc und Jarvan, die dürften so stark sein, um diesen Trundle ein bisschen abzuhalten. Okay, LeBlanc portet jetzt Space, man nimmt den Turret. Ja, letzten Endes glaube ich auch ohne den Herald, genau. TP kommt jetzt aber durch, sehr interessant, die LeBlanc. Ah, Fiora Damage, der ist natürlich stark. Jetzt ist die Frage, hielt sich der Aatrox genug? Fiora kriegt ihr letztes nicht ausgelöst, ihren letzten Ultstick und die LeBlanc, die ist da und die macht auch Schaden gegen die Fiora, aber noch lebt sie. Viktor Laser war eigentlich gut. Trundle Pillar sitzt und da springt die LeBlanc gegen die Wand. Das ist natürlich ärgerlich. Man lässt den Kill an die Fiora. Sehr, sehr riskante Sache aber gewesen. Da hätte man nochmal einen Kill abgeben können. Das war sehr, sehr risky. Aber, Licky, der aggressive Jarvan ist zur Stelle und man braucht ihn tatsächlich doch noch, um ihn zu finishen. Das war aber eine schöne Seraphine-Ult, trotzdem Jenna an der Stelle down und der Herald kommt rein. TP, sehr interessant mit Fokus auf Int, weil da wird man, glaube ich, nicht mehr viel deffen können. Ich dachte, Action, man turnt jetzt und killt sie komplett. Wir springen Botlane, das Duell der Toplaner auf der Botlane. Und jetzt, nein, warte, das war ja der Viktor. Was macht der denn da, Botlane? Der Viktor war bei dem Fight vorhin dabei. Der hat ganz knapp den Kill nicht bekommen, den Shutdown auf die LeBlanc. Den hat die Fiora bekommen, hast du angesprochen. Den hätte man vielleicht auf dem Viktor besser gebrauchen können letzten Endes.
Und der Drake kommt jetzt wieder ab und das, ja, Ace Gaming spielt hier sehr, sehr aggressiv, hat schön die Möglichkeit genutzt, Toplane den Herald zu ziehen. Letzten Endes ein schöner Dive im Jarvan und die TPs kommen hier durch auf jeder Seite. Wir haben insgesamt, ja, wenn ich das hier schaue, 3 auf der Seite von HG Esports und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal 2 auf Ace Gaming, also insgesamt 5 TPs. Da dürfte ordentlich Action sein über das ganze Game verteilt und jetzt ist der Drake und der Nash ab. Ja, es ist, wird jetzt interessant zu sehen. Das ist eine Ocean Soul, also nicht die most valuable Soul, die es in dem Spiel gibt. Wird interessant, wie Ace Gaming darum spielt. Niki, jetzt aber noch eine kurze Frage, wenn jetzt hier kein Fight ausbricht. Der Victor ist ja jetzt komplett out of game. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der ist 0-5, hat seinen Ludens gerade fertig. Keine Wishen am Drake von HG Esport. Also den gibt man hier wirklich kampflos ab. Wie lange... denkst du, braucht der Victor noch, um da ins Spiel... Ah, wir gucken kurz, top. Denn Aatrox Ult ist aktiviert. Fiora Ult ist noch nicht aktiviert. Jetzt wurde sie aktiviert. Sie kann ihre Marks auslösen. Diesmal sollte es, denke ich, auch reichen. Shutdown. Wichtiges Gold für die Fiora. Zurück zur Frage. Wie lange denkst du, braucht der Victor jetzt noch, um wieder in dieses Spiel reinzukommen? Kommt er überhaupt noch mal rein? Es kommt ganz drauf an, wie HG Esports das Ganze spielt. Wenn er mal einen Lucky Shutdown bekommt, ist das vielleicht schneller als gedacht. Ich meine, er hat 150 Farm, das ist nicht komplett schlecht. Letzten Endes ein Item, okay, er braucht mindestens noch das zweite, vielleicht sogar das dritte, um da effektiv was machen zu können, wenn man bis dahin das Game noch nicht verloren hat. Aber wir sehen die Fiora, die kann auf der Sidelane super stark Pressure machen und der Aatrox kann sie nicht mehr deffen. Und das ist jetzt wirklich wichtig zu wissen für HG Esports, die einfach die Fiora jetzt zum Beispiel Botlane schicken können. Und da vielleicht den nächsten Bounty holen können. Absolut, also Fiora wirklich ein guter Charakter gerade für HG Esport, auf den man sich verlassen kann. Und es spielen wirklich viele Late-Game-Karten für HG Esport. Also wir gucken uns das Player-Gold nochmal an. Fiora da sehr, sehr weit oben. Ansonsten hat sich da zum letzten Mal relativ wenig geändert. Natürlich Ace Gaming da weit oben vertreten. Aber was ich sagen wollte... Fiora ist sehr, sehr stark, die fällt im Late-Game nicht ab, die bleibt im Late-Game extrem stark. Du hast die Seraphine-Heals, die werden natürlich auch nur umso besser, je länger das Game geht. Und der Victor, der wird auch reinscalen, die Fiora, die will es hier wissen. Der Victor will auch reinscalen und das ist sehr gut für HG Esport eigentlich. Ich denke, wenn wir in Richtung 35. 40. Minute geht, könnte sich das Böse wenden gegen Ace. Aber man braucht eigentlich nur eine sehr gute Seraphine-Ult und dann, wenn man den Victor-Damage bis dahin hat, könnte es interessant werden. Und das wird jetzt ein sehr interessanter Nash von Ace Gaming, hier der Versuch. Ja, der Aatrox hat schon die Ultimate angeschmissen und man entscheidet sich, auf Topside reinzugehen. Jarvan Ult geht nochmal raus, ist noch am Leben. Seraphine W kommt nicht durch, jetzt kommt die Ult. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu spät. Seraphine wird jetzt komplett geone-shottet von der LeBlanc. Und diesen Fight hätte man eigentlich besser spielen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man hatte eine so, so schöne Situation eigentlich. Ja, es war halt ein 4 auf 5. Man hätte es vielleicht langsamer spielen sollen letzten Endes. Wir sehen es hier super stark nach vorne gespielt. Ace Gaming auch sehr wichtig, dass sie hier den Nash abgebrochen haben. Also der Nash war wahrscheinlich eher als Bait letzten Endes benutzt. Und jetzt sehen wir im Picture hier die Seraphine Ult nicht allzu gut, wird dann komplett geone-shottet. Und noch zusätzlich den Nash für Ace Gaming. Fiora kriegt einen Tower auf Botlane. Muss der Aatrox hier noch vielleicht ein bisschen aufpassen. Ah, er sollte. Ich denke, er wird sie nicht komplett fighten. Dafür ist er, glaube ich, noch nicht stark genug, auch wenn sie jetzt low ist. Na, vielleicht reicht es ja doch, vielleicht unterschätzt es die Fiora. Sie hat noch den Flash zur Verfügung, hat auch noch die Ultimate zur Verfügung. Hielt sich ja bekanntlich doch relativ angenehm, aber gegen die Baron Minions wird schwierig. Auch gegen die Lux wird es schwierig. Schöner Flash nochmal, aber ich glaube, da sollte es... Nein, sie kommt nicht raus, wird nochmal zurückgezogen. Die Heals wird nochmal zurückgezogen. Vielleicht kommt sie ja doch raus. Jetzt Aatrox erbarmt sich um den Ultimate-Knopf, um hier die Fiora zu finishen. Ist jetzt natürlich stark, für 40 Sekunden hast du auf der Lane, auf der Sidelane niemanden mehr, der das beantworten kann. Ja, plus Nash, das ist eigentlich genau das, was du haben willst. Und Ace Gaming hier mit ein paar sehr, sehr schönen Plays. Erst Toplane abgebrochen, den Nash, um zu fighten, 3 Member zu killen, dann den Nash noch durchzuziehen und jetzt Botlane, diese Fiora mal letzten Endes down zu kriegen, auch sehr, sehr stark. Wir haben es gesehen, sie hatte kaum mehr Mana, um das Ganze zu fighten. Und ja, der Aatrox kann jetzt hier, der ist nämlich trotzdem noch stark, kann hier Botlane ordentlich Pressure machen. Und auch auf der Midlane sieht es jetzt langsam schlecht aus mit diesem Nash. Ja, es fehlt einfach der Schaden an allen Enden von HG Esport. Ganz ehrlich, du hast halt einfach keinen AD Carry.
Du hast halt einfach eine Seraphine. Die macht nicht unendlich viel Schaden, gerade nicht mit dem Item-Build, den sie jetzt geht. Ich meine, das ist der Item-Build, den du auf Seraphine normalerweise gehst, aber du wirst niemals am Anfang so viel Schaden machen wie ein AD-Carry. Und das merkst du in den Fights einfach, gerade wenn die Fiora nicht da ist. Finger schnipsen und die Seraphine ist geone-shottet. Ja, aber die hat 200 Farm, die hat jetzt auch zwei Items. Der Victor, denke ich, wird auch langsam aufs zweite Item zugehen. Ich denke, so langsam kommen wir an den Punkt, wo HG eSports trotz dieses Goldrückstands eine Chance hätte in den Fights. Aber die Chance müssen sie jetzt auch nutzen, ehrlicherweise. Weil wenn sie jetzt nochmal einen Fight so verlieren wie den am Nash, dann wird es doch langsam ein bisschen eng. Jetzt hier vielleicht eine Möglichkeit für eine Seraphine. Ult Fiora ist schon wieder am Split pushen, aber die Seraphine, die ist einfach geone-shotted von der LeBlanc. Hinter ihrem eigenen Inhib-Turret komplett gelöscht, 100-0. Und dafür bezahlst du halt mit einem Inhib. Und das könnte jetzt ein sehr interessantes Play sein von HG eSports, die Fiora auf Botlane schicken, um den Tower da zu pushen. Aber währenddessen verliert man den ersten Inhib, den zweiten Inhib wird man auch noch verlieren. Der Nash-Buff ist noch 30 Sekunden ab und man ist im 5 gegen 3. Das könnte man theoretisch verhalten. Okay, Aatrox geht jetzt Base, man entscheidet sich, das Ganze nicht zu machen. Aber man hat zwei Inhibs bekommen und die Fiora hat nur einen Tower dafür bekommen. Ja, absolut nicht worth da die... Also ich meine, es ist besser als nichts natürlich zu traden, aber ich glaube, das liegt jetzt ganz klar auf der Hand, dass solange HG eSport die Fiora einfach nicht hat, haben sie einfach nicht genug Damage, um gegen Ace zu fighten. Klar, wie viel die Fiora jetzt in dem Teamfight ausrichten kann, haben wir jetzt noch nicht gesehen. Das ist natürlich logisch, auf Sidelane natürlich sehr, sehr stark, weil sie einfach niemand beantworten kann, von Ace allein zumindest nicht. Aber du verlierst jetzt die Soul, weil einfach HGI aus ihrer Base nicht mehr raus können. Sie haben zwei Inhibs down, ein Fehler und das Spiel ist verloren. Ja, du hast es angesprochen, die Fiora wird wahrscheinlich in den Teamfights auch nicht allzu viel machen. Das ist das, was sie jetzt eigentlich nicht haben will. Aber du bist 17-4 behind. Du musst eigentlich als Fünfer-Team musst du stacken und versuchen, das Ganze irgendwie nochmal zu deffen. Du kannst in 4 gegen 5 das Ganze nicht fighten. Ace Gaming ist einfach viel zu stark dafür. Wir schauen einfach aufs Scoreboard und da hat fast jeder einen Shutdown, bis auf die Lux. Die sind alle super, super stark. Ja, und sie spielen super aggressiv das Ganze, müssen jetzt langsam auf den nächsten Nash warten und ich denke, wenn man den nächsten Nash hat, sollte man das Ganze auch beenden können. Jetzt sehr schön zu sehen, alle vier Richtung Botside unterwegs, die LeBlanc versucht die Wave Mitte zu pushen. Die Frage, die Fiora wieder Toplane. Ja, das könnte jetzt wirklich die letzte Möglichkeit sein eigentlich für HG eSport, hier einen Fight zu finden, vielleicht diesmal mit einer guten Seraphine Ult, vielleicht auf der Caitlyn. Aber die LeBlanc, die schaut schon wieder für sie und auch der Victor mittlerweile schon almost dead, der muss sich zurückziehen in die Base. Jetzt ist es ein 5-3 eigentlich. Ja, Lux Ult, gar nicht so viel Schaden tatsächlich auf der Seraphine, wie ich gedacht habe. Du musst vor der LeBlanc so höllisch aufpassen, dass die da niemanden raus one-shottet. Victor wieder zur Stelle, geht da weit vor. Man verliert den dritten Inhib und jetzt, Niki, jetzt muss man eigentlich fighten, weil sonst ist das Game verloren. Fiora auf der Top, denn die kann dann nicht wirklich viel pushen. Der Jarvan, der geht jetzt rein. Erster Nexus Tower ist down. Ah, oh, Seraphine Ult trifft dann nur den Aatrox. Das ist natürlich ärgerlich. Viel Utility raus, aber tatsächlich reicht es für den Aatrox und man geht hier nochmal hinterher. Die Fiora ist mittlerweile am Start. Dementsprechend ist auch der Damage am Start. Kann da unten den Jarvan 1v1-en. Das reicht sogar noch. Shutdown für Fiora. Kann man jetzt hier noch hinterher chasen? Vielleicht mit einem Jennanado, vielleicht mit dem Trundle, aber man entscheidet sich nicht hinterher zu gehen. Ja, man merkt, okay, vielleicht Ace Gaming brauchen doch diesen Nash, aber 3 Inhibs down plus Nash ist eigentlich impossible zu deffen. Also gerade wenn du behind bist, ist es super, super schwer zu deffen. Wir sehen es, die Fiora macht zwar super viel Damage, konnte hier Toplane noch einen Tower holen, nochmal einen Bounty claimen und letztendlich dann zurücktippen und diesen Fight mitzuspielen. Es reicht gerade so nochmal, aber man hat nur noch einen Turret in diesem Game. Diesen Nexus Turret, da muss man sich dran klammern und gegen Nash und 3 Inhibs wird es so gut wie unmöglich. Ja, aber hätte die Fiora dann nicht zurücktippet, wäre das Game lost gewesen. Also da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Und sie kann viel im Fight anrichten, das haben wir gesehen. Da kann der Jarvan nicht mehr wirklich viel machen. Und wenn man das jetzt vielleicht versucht, ein bisschen mehr zu forcieren, vielleicht ein paar mehr Member in die Seraphine Ult kriegt, in die Victor Laser Combo dann, in die Ult Combo vom Victor rein, dann kommt da guter Damage raus und du kannst es slow spielen, schön mit einer Jenna Ult hinten raus kiten und dann kannst du die Fights auch wirklich spielen, obwohl du so 11 Kills gigantisch behind bist. Ja, es sieht eigentlich super schlecht aus. Obwohl es so schlecht aussieht, sind es in Anführungszeichen nur 5k Gold. Das ist eigentlich nicht so viel für die 30. Minute. Nicht so viel, wie es aussieht. Aber Ace Gaming jetzt mit 5 Mann, die wollen das Ganze hier finishen.
die gleiche Situation wie gerade. Die stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand. Da muss jetzt irgendein Play kommen. Da muss jetzt ein Individual Play kommen. Ansonsten ist das Spiel vorbei. Man klammert sich hier wirklich an den Turret. Leblanc, Combo wäre raus. Fiora springt da rein. Sieht ein paar Attacken vom Aatrox auf sich. Jetzt muss man gucken, findet man da vielleicht eine gute Seraphine Ult. Trundle macht guter Damage, läuft jetzt aber in die Trap. Lux Ult kommt hinterher. Seraphine Ult wieder nur auf dem Aatrox, der stirbt. Aber Jarvan in der Backline von HG Esports in der Stopwatch. Fiora versucht es unten nochmal auf die Caitlyn zu gehen. Muss rausdashen, stirbt aber an der Stelle kriegt man den Jarvan tatsächlich noch tot. Aber in der Nexus Tower ist down. Das sollte ganz, ganz, ganz schwierig werden für HG Esports. Die versuchen hier wirklich nochmal alles mit dem Nado. Aber LeBlanc steht einfach oben am Nexus und auto-tackt ihn einfach down. Was willst du machen? Undeathbar, du hast es gesagt.